Mit der Gattung Lungenkraut kann man sich ähnlich wie Hänsel und Gretel sehr, sehr tief im Wald verlaufen. Und die wenigsten wissen, dass es in Mitteleuropa mindestens 20 verschiedene Lungenkrautarten gibt. Und es werden vielleicht in Zukunft noch mehr werden. Und ob das von Relevanz ist oder nicht, für uns in der Erfahrungserkunde werden wir noch zu besprechen haben. Wir wollen uns einmal diese Pflanze hier anschauen und erinnern uns an diese Einleitung im Schmeilfietschen, in diesem Feldbestimmungsbuch, wo es um die Spitzhöcker gegangen ist. Und auch eine der ersten Fragen in der Exkursionsflora für Österreich lautet: Sind Spitzhöcker vorhanden, ja oder nein? Allein diese Frage ist einmal wegweisend, ob ich überhaupt in die Artgruppe echt Lungenkraut komme, wo also das Hänsel und Gretel dabei ist, oder ob ich ganz woanders hinkomme. Und das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Flecken ist also kein ausreichend gutes Merkmal. Und da kommen wir zum ersten schwierigen Punkt. Wenn man mal weiß, was Spitzhöcker sind, dann muss man sie erst einmal sehen. Und im Schmeilfietschen ist schon gesagt worden, er empfiehlt eine 40-fache Vergrößerung. Ich kann das also nur bestätigen, selbst mit einer Lupe, mit einer 20-fachen Optik tut man sich schwer. Aber zu diesen Spitzhöckern vielleicht, um was geht es da? Es geht darum, dass auf der Blattoberseite, auf dieser obersten Schicht der Epidermis, ganz feine kegelartige Strukturen vorhanden sind, die man als Spitzhöcker bezeichnet. Das ist eine Emergenz, ähnlich wie Haare, und die sind in der Größenordnung von 0,02 bis 0,08 mm groß. Also jetzt kann man sich einmal schon vorstellen, dass wir mit Hänsel und Gretel eine nicht ganz einfache Gattung, was auch die Auflösung unserer Lupe betrifft, einmal betreten. Von herausragender Bedeutung für die Bestimmung der Arten in der Gattung Lungenkraut sind vollentwickelte Grundblätter. Wir sehen hier im Bild so ein Sommerblatt des letzten Jahres, und auch das Vorhandensein solcher Blätter ist schon einmal ein wichtiger Hinweis, in welche Richtung wir uns bewegen werden. Aber wenn es um die Frage geht, wie Blätter gestaltet sind, welche Feinstrukturen sie haben, bezieht sich das immer auf vollentwickelte Blätter. Diese Blätter hier oder dieses kleine Blatt da, das sind also praktisch junge Blätter, Primärblätter, und die zeigen noch nicht alle Merkmale. Eine ordentliche Bestimmung würde vonnöten haben, dass man die Pflanze nicht nur in der Blüte betrachtet und Blütenmerkmale erörtert, sondern dann auch, wenn keine Grundblätter vorhanden sein sollen, dass man eben ein anderes Mal noch im Jahr da vorbeikommen muss. Für die Bestimmung der Art Echtlungenkraut lassen wir zunächst diesen hübschen zweifärbigen Blütenstand beiseite, und wir konzentrieren uns auch nicht auf diese gefleckten Stängelblätter, sondern wir suchen nach einem alten, vollentwickelten, grundständigen Laubblatt, das wir auch hier finden. Und hier interessiert uns auf der einen Seite die Spreitenform, und zwar vor allem die Frage, ob diese Blattspreite deutlich abgesetzt ist vom Blattstiel, wie hier im Bild. Das ist ein wichtiges Merkmal für das Echtlungenkraut. Dieser Spreitengrund kann entweder keilförmig sein, wie hier im Bild, oder es kann auch ein herzförmiger Blattspreitengrund ausgebildet sein. Aber wir haben nie einen kontinuierlichen Übergang in den Blattstiel. Wir haben auch keine deutlich lang ausgezogene Blattspitze, wie das beim Steirisch-Lungenkraut der Fall sein kann. Und für die wichtige Frage, ob es sich
um ein Echtlungenkraut handelt oder um das Dunkellungenkraut, das ja in der gleichen Artgruppe zu finden ist, überprüfen wir das Verhältnis zwischen der Länge des Blattstieles und der Länge der Blattspreite. In unserem Fall sehen wir, dass der Blattstiel kürzer bis maximal gleich lang ist wie die Blattspreite und das schließt eigentlich das Dunkellungenkraut aus. Beim Dunkellungenkraut ist also der Blattstiel länger als die Blattspreite. Wir sehen hier das junge, grundständige Laubblatt eines Echtlungenkrauts und erkennen, dass die weitläufige Meinung, dass das Blatt auffallend gefleckt sein muss, nicht zutrifft. Vielmehr liefert uns der herzförmige Spreitengrund einen Hinweis auf die Art Echtlungenkraut, das heißt eine deutlich abgesetzte Blattspreite vom Blattstiel. Das benachbarte Blatt zeigt hellgrüne Flecken. Dieses Merkmal verrät uns nicht die Art, denn es gibt in Österreich und Deutschland rund 10 Lungenkrautarten, die dieses Merkmal ebenfalls ausbilden können. Die Stängelblätter, egal ob gefleckt oder ungefleckt, geben uns leider keinen Hinweis auf die Art. In unserem Fall finden wir auch keine grundständigen Laubblätter des letzten Jahres, die uns einen Hinweis auf die Art Echtlungenkraut geben könnten. Und hier gilt es tatsächlich zu warten, bis sich grundständige Laubblätter entwickelt haben. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man sich die Behaarung der Kronröhre anschaut. Beim Echtlungenkraut ist es so, dass abgesehen vom Haarkranz am Eingang in die Kronröhre keine Behaarung vorhanden ist. Wer das Merkmal der Behaarung der Krone untersuchen möchte, muss so wie hier im Bild eine Blüte öffnen und erkennt dann im Saumbereich der Kronröhre beim Echtlungenkraut einen feinen Haarkranz. Unterhalb und oberhalb dieses Haarkranz sollen sich bei dieser Art keine weiteren Haare befinden. Beim Karawankenlungenkraut oder beim steirischen Lungenkraut befinden sich noch zusätzliche Haare oberhalb dieses Haarkranzes. Während beim Schmalblattlungenkraut, beim Kernerlungenkraut beispielsweise Haare auch unterhalb dieses Haarkranzes entwickelt sind. Wenn es um die Frage nach dem Echtlungenkraut geht, was die meisten ja interessieren wird, müssen wir unsere Aufmerksamkeit dem Kelch zuwenden. Und zwar dem Kelch frisch aufgeblühter Blüten. Das Merkmal ist deswegen wichtig, wie wir später sehen werden, weil es innerhalb der Artgruppe Echtlungenkraut die Abgrenzung schafft zwischen dem Dunkellungenkraut und dem Echtlungenkraut. Und da geht es darum, dass der Kelch 1,5 bis maximal 2,5 mal so lang wie breit ist. Und um die Tatsache, dass diese Kelchzähne, die wir da vorne sehen, ein Drittel bis die Hälfte der Kelchröhre ausmachen können. Wenn nämlich der Kelch länger als 2,5 mal so lang wie breit ist, und bis zu 4,5 mal so lang wie breit ist. Und diese Zähne, diese Kelchzähne,
nur ein Drittel bis ein Viertel des verwachsenen Kelches ausmachen, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man beim Dunkellungenkraut angelangt ist. Und das ist unter Umständen eine problematische Art.